Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem speziellen Video. Ich habe euch was Schönes mitgebracht, beziehungsweise ja, der Hermesbote hat mir heute was Schönes geliefert und das möchte ich mit euch zusammen auspacken. Ihr erkennt es wahrscheinlich schon am Videotitel. Wenn ich dieses Paket jetzt aufmache, sehen wir es. Es geht um die Gods Edition von Assassin's Creed Origins. Wir nehmen uns das Ganze jetzt mal hier. Wir können sehen, dass uns hier direkt dieses Assassin's Creed Auge, dieses Assassinen-Auge anlächelt. Muss sagen, es ist ein, ja, ziemlich blöder Prozess, das hier rauszukriegen, da das wirklich bis am Rand verpackt ist. Deswegen nehmen wir das jetzt zur Seite hier und schauen mal. So, nachdem man das hier so ein bisschen rausgleiten lässt und alles geöffnet hat, die ganzen Verschlüsse, haben wir es hier, die Edition, die Gods Edition von Assassin's Creed, hier ein bisschen näher ran. Momentan ist hier eine Art, ja, ich sag mal, Verschachtelung noch drumherum. Hier eben nochmal das Auge, was uns gerade so wunderschön angelächelt hat, auf der Oberseite des Kartons. Auf jeder Seite haben wir hier eines der Symbole, den Pharao, beziehungsweise, ja, Symbole der ägyptischen Mythologie. Hier könnte es sich um Anubis handeln. Dann hatten wir die Schlange und auf der Hinterseite haben wir eben noch einen Text zum Spiel selbst. Und das kann ich mal eben nah ranhalten hier. Eine Beschreibung, was wir denn in Assassin's Creed Origins in dieser Collector's Edition, könnte man sagen, so vorfinden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir jetzt dieses Messer schnappen und wir schauen einfach direkt mal, was hier in dieser Box drin ist. Ihr habt auf jeder Seite, auf der Ober- und Unterseite, habt ihr solche Befestigungen. Die machen wir jetzt erstmal mit dem Messer ab und schauen uns den Rest an. So, naja, wie gesagt, wenn man eben auf diese Dinger nicht achtet, beziehungsweise nur nach oben guckt und diese Klebedinger sieht, unten sind auch welche, wir ziehen das ab. Und ihr werdet es schon erkennen. Wir schauen uns das jetzt mal an hier. Von jeder Seite auch wieder Anubis zum Beispiel. Die Schlange haben wir ebenfalls. Ich glaube, das ist so ziemlich identisch derselbe Inhalt wie mit diesen Pappverschachtelungen. Hier nochmal gezeigt. Also auch das Auge oben ist wieder dasselbe. Und wir werden jetzt aber weitergehen und die Edition endlich mal auspacken hier. Auch hier wieder auf die Verschachtelung achten, beziehungsweise auf die Klebestreifen oben und unten. Und dann zack, guckt es euch an, ziehen wir dieses wunderbare Pappding hier ab. Ich kann es nochmal zeigen, hier nichts, da ist nichts drin. Ich schiebe das mal zur Seite hier eben weg. Ja, hier ist nichts weiter drin, also ist nur diese Pappschachtel. Die stelle ich hier mal hin, an die Seite vorsichtig, beziehungsweise ja, wir rücken das hier erstmal weg, damit wir hier Platz haben, damit es auch ein bisschen schön auf den Tisch aussieht. Und tada! Hier ist sie, die Assassin's Creed Origins Barhack-Figur. Die kann man dann auch hier eben rausnehmen aus diesem Ding, aus diesem Papp-Hintergrund. Und dann haben wir eben so einen wunderschönen, ich schiebe das hier mal zur Seite, man sieht vielleicht ein bisschen besser, hier einen wunderschönen Pyramiden-alten Ägypten-Hintergrund. Und hier unten, unter diesen Boden, da habt ihr noch ein Fach. Da sind dann das Spiel und so weiter drin. Das interessiert uns jetzt aber erstmal nicht, denn wir werden jetzt erstmal den Barhack hier nochmal auspacken. Ihr habt gerade schon zwei Bilder dazu gesehen, aber wir werden ihn uns jetzt nochmal anschauen. Ich bringe ihn sozusagen erstmal noch in Pose. So, nachdem ich ihn jetzt hier auch mal befreit habe, sehen wir auch mal den hinteren Teil mit dem Schild. Hier, wunderbar. Ich muss sagen, das Ding wiegt echt schon ein bisschen, also ist jetzt fühlt sich nicht billig an, vom Gewicht her auch nicht billig, ist echt eine gute Figur und ich bin erstaunt, in welchem Detailgrad und so weiter man das Ganze hier verarbeitet hat. Man kann den Barhack hier dann natürlich reinstellen und das ist dann eben was fürs Regal, wenn wir ihn hier jetzt noch Richtung Kamera so ein bisschen drehen. Sieht super aus, ne? Daumen nach oben, kann man sich nicht beschweren, der gute Barhack hier, aber es geht ja auch um Spielen, deswegen werden wir genau das jetzt auch aus dem Boden hier rausholen. Denn wie erwähnt, wenn wir hier eine Weile ziehen, dann können wir ja ganz einfach den Boden, beziehungsweise das, was unter dem Boden ist, herausholen.
und haben dann eben diesen Inhalt hier. Ich zeige es mal in die Kamera. Zum einen haben wir die Verpackung von Assassin's Creed. Das ist hier einmal diese Xbox One Version, wo wir auch, ich muss gerade mal schauen, hier oben das Symbol, die Symbole für 4K, HDR und optimiert für Xbox One X haben. Also das ist auch eines der ersten Xbox One X Spiele. Dann haben wir noch den Soundtrack zu Assassin's Creed, der ist relativ simpel gehalten, so ein kleines Pappding. Ist ganz nett, ist eigentlich Standard bei solchen Collectors Edition. Und das werde ich mir vorher mal anschauen, damit ich es nicht mit der falschen Seite reinhalte. Denn hier, upsala, ist mir was runtergefallen. Und zum anderen haben wir hier die Codes einmal für den, ja, die extra Mission, die wir im Spiel haben, die wir mit unserem Helden durchleben können. Wir wissen ja, es geht ins alte Ägypten und da haben wir einen Pyramiden-Dungeon als extra Mission sozusagen. Und dann natürlich noch die digitalen Pre-Order-Sachen, die sind hier mit dabei. Und das kleine Schwertchen hier ist mir vorher rausgefallen, das packe ich mal zum Barhack hier hin. Und jetzt haben wir was. Das sieht wieder super aus. Überall ist dieses Assassinen-Symbol, dieses Auge. Wir haben ja noch eine, ja, relativ standardmäßig verarbeitete Karte von Assassin's Creed. Ich kann die mal aufklappen. Man sieht sie nicht ganz in der Kamera, aber ich werde ein Bild einblenden. Von der Größe her, ja, was kann man dazu sagen? Ja, relativ Standard. Man bekommt vielleicht einen kleinen Eindruck von der Spielwelt, in der sich unser Held bewegen wird. Denn Assassin's Creed setzt dieses Mal mehr als je zuvor auf eine Open World. Hier hinten haben wir noch ein paar ägyptische Hieroglyphen, die man erkennen kann. Und dann klappen wir das Ganze hier auch recht simpel zusammen. Denn diese wunderschöne Karte interessiert uns gerade nicht. Wir haben einen neuen, schönen Inhalt in Form dieser, ja, dieses Artbooks hier. Es ist klein, aber fein. Hat so ein Hardcover, wenn man das sehen kann. Also, wenn man drüber fest, ist das ähnlich wie bei der Verpackung. Da führt man dann auch etwas und sieht relativ nett aus. So vom Look her, von der Aufmachung. Hier erstmal eine schwarze Seite, wenn man es aufschlägt. Ist auch nicht schlecht. Assassin's Creed Origins ist auch soweit klar. Da habt ihr ein paar Grafiken zu den oder Konzeptgrafiken von der Entwicklung mit vereinzelten Charakteren, wie die entstanden sind. Ich kann hier eben mal durchblättern. Hier haben wir dann auch eine der ersten Städte, denke ich, auf die wir treffen, Alexandria. Eine der ersten großen Städte auf jeden Fall, die man im Spiel sieht. Und weiter, ja, kann ich hier nichts erkennen. Ihr seht es ebenfalls. Die Edition von Assassin's Creed ist leer. Ja, und ich bin damit auch langsam leer der Worte, nämlich, die ich hierzu zu sagen habe. Insgesamt haben wir ja eine super schöne Collectors Edition. Diese Box ist super verarbeitet, kann man sich toll ins Regal stellen. Wahrscheinlich dann eher ohne diesen Pappüberzieher hier. Den kann man dann wahrscheinlich getrost wegwerfen, beziehungsweise wenn man es nochmal irgendwie aufheben will, ja, stellt man halt irgendwo hin. Hier haben wir eine super verarbeitete und hochwertige Figur, die toll aussieht, mit einem super Hintergrund. Das Artbook, ja, klein aber fein, kann man insgesamt sagen. Und der Rest ist auch ganz nett. Also bedanke ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus. Assassin's Creed Origins, available October 27th.